Hallo liebe Zuschauer zum Trading-Tipp des Tages. Sie werden sich wundern, dass ich so eine lustige Kappe aufhabe, aber meine Kollegen aus der Regie haben mir 10 Euro geboten, wenn ich das Ganze so mache, die Mütze aufsetze, dann sagt man natürlich nicht nein. Ja, wir kommen zum Trading-Tipp. Das ist heute die Aktie von GFT, einer der schlechtesten Werte im TechDAX in diesem Jahr. Wir sehen es hier neben mir im Kursverlauf, wie schlecht sich die Aktie in dem Jahr entwickelt hat. Man hat zweimal die Prognosen senken müssen. Man leidet unter dem Sparzwang der Investmentbanken. Aber wie wir jetzt auch am Schluss hier im Kursverlauf sehen, gibt es doch wieder positive Tendenzen. Wir waren bei 10,80 Euro im Tief, sind jetzt wieder bei 13 Euro. Das sind 20%, die die Aktie schon zugelegt hat. Und es scheinen sich doch einige Investoren schon mal zu positionieren, die einfach auf die schlechtesten Aktien eines Jahres in einem Index setzen und darauf spekulieren, dass sie Anfang des nächsten Jahres, also Anfang 2018, zu den Outperformern zählen. Dieses Phänomen ist sehr weitläufig und wird auch regelmäßig angewendet. Top-Flop-Strategie ist das Zauberwort und das könnte auch eben bei GFT der Fall sein. Was ist das Potenzial für die Aktie? Wie gesagt, hier im Bereich 13 Euro den Widerstand, dann der nächste hier im Bereich von 15 Euro und dann nochmal etwa 10% höher bei 16,50 Euro verläuft die 200-Tage-Linie. Das ist so das Potenzial auf Sicht der nächsten Wochen, sollte diese Strategie, dieser Handelsansatz funktionieren, eben diese Top-Flop-Strategie. Ja, das Ganze kann man natürlich, das Ganze ist ohnehin schon spekulativ, aber nochmal steigern mit einem Faktor-Zertifikat. Hier eingeblendet ein Faktor-Long unseres Produktpartners Morgan Stanley, Kurs 1,91 Euro, Faktor 3. Ja, wie gesagt, es kann sehr steil nach oben gehen, einmal mit der Aktie und das Ganze mit diesem Stein nochmal gehebelt, sage ich, sind 3, 4 Euro ja, auf jeden Fall drin, wenn es eben so weit kommt. Stoppkurs 1,30 Euro. Wie gesagt, bitte nur eine kleine Position, weil sonst macht das Ganze vielleicht die ganze Jahresperformance zunichte. Also moderat einsteigen und dann hier einfach mal einen Fuß in die Tür stellen. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, ja, auf Wiedersehen.